Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei seid auf meinem Buchkanal. Heute gibt es nach langem mal wieder ein Neuzugänge-Video. Es sind nicht viele Bücher eingezogen. Ich war jetzt auch total im Umzugsstress, wie ihr es vielleicht bei Sarahs Woche mitbekommen habt. Falls ihr meine wöchentliche Vlog-Reihe nicht kennt, schaut auf jeden Fall mal in der Infobox vorbei. Dort verlinke ich euch einfach mal die Playlist. Da kommt jeden Montag meine Sarahs Woche online und das hat ja eigentlich immer so auf dem neuesten Stand. Ich filme gerade auch schon in meiner neuen Wohnung, allerdings habe ich noch nicht wirklich einen richtigen Hintergrund. Ich muss mich noch ein bisschen ausprobieren und gucken, wie, wo ich jetzt meine Videos drehe. Ich habe auch eine kleine Bibliothek in meiner neuen Wohnung. Ich verspreche es euch, es kommt eine Bookshelf-Tour. Versprochen, versprochen, versprochen. Ich freue mich schon selber drauf. Alle Bücher sind endlich eingeräumt. Warum drehe ich nicht dort? Der Raum ist ein bisschen klein. Und das Problem ist, der Raum ist länglich und ich muss meine Kamera immer sehr weit wegstellen. Und das funktioniert nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Ich muss es aber noch ausprobieren. Also ich bin noch ein bisschen am Probieren. Dann wundert euch nicht, wenn ich jetzt immer einen neuen Hintergrund habe. Ich, ja, lasst es einfach mal auf mich zukommen. Es sind insgesamt 8 Bücher bei mir eingezogen. Einige davon habe ich schon gelesen, andere noch nicht. Ich freue mich aber auf alle. Ich muss auch sagen, ich war in den letzten Monaten ein bisschen auch in der Leseflaute. Ich denke, das hängt natürlich auch mit dem ganzen Stress zusammen, den wir hatten. Aber ich denke, mit so vielen tollen neuen Büchern, da ist man natürlich wieder ein bisschen motivierter. Und gerade jetzt im Sommer freue ich mich drauf, auf unserer neuen Terrasse zu sitzen, einfach zu lesen und das Wetter zu genießen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an. Ich habe die Bücher jetzt einfach mal irgendwie hierhin drapiert und zeige sie euch in keiner bestimmten Reihenfolge. Das erste Buch, das ich euch zeigen möchte, ist Auf immer gejagt von Erin Summerhill. Das ist jetzt ganz neu im Carlsen Verlag erschienen. Und ich finde das so cool. Da war auch so als Lesezeichen so ein Holzstück drin. Total cool. Auch das Päckchen, wie das bei mir ankam. Also es kam als Rezensionsexemplar bei mir an. War super süß gemacht mit so Blumen. So, ach, keine Ahnung, es war einfach so schön. Und hier geht es um Tessa. Ich glaube, das ist eine Fantasy-Geschichte. Ich habe es noch nicht gelesen. Tessa ist Fährtenleserin und ihr Vater war Kopfgeldjäger. Er ist allerdings gestorben. Nee, er wurde hinterrücks getötet. Er war nämlich Kopfgeldjäger für den König. Ihre Mutter allerdings ist aus dem benachbarten feindlichen Land. Darum wird sie in dem Land, in dem sie lebt, nur geduldet. Wegen ihrem Vater eben, weil er halt für den König als Kopfgeldjäger gearbeitet hat. Kommt sie einen Auftrag und nun soll sie nämlich den ehemaligen Gehilfen, Cohen, ihres Vaters töten. Dummerweise ist das allerdings ihre Jugendliebe und ja, das Ganze hört sich nach einer richtig spannenden Geschichte an. Ich werde es auch noch diesen Monat lesen. Ich freue mich sehr drauf. Ich werde dazu auch einen kleinen Tag auf Instagram machen. Da haben auch ganz viele andere YouTuber einen Tag zu dem Buch gemacht. Ich verlinke euch mal die Seite von Carlsen unten in der Infobox. Dort seht ihr nämlich die ganzen anderen YouTube-Videos zu diesem Buch beziehungsweise zu diesem Tag eben. Und für mich hört sich das nach so einer Protagonistin an, wie in Kuss der Lüge, nach so einer richtig starken, toughen Protagonistin. Und da freue ich mich schon mega drauf. Und ja, ich finde, das Cover ist auch wunderschön. Und wenn man den Schutzumschlag, ups, abnimmt, schaut euch mal bitte das an. Das sieht doch mega aus, oder? Richtig, richtig schön. Aber ich finde, der Carlsen Verlag macht sowieso immer wunderschöne Cover und gibt sich da immer richtig viel Mühe, dass alles sehr hochwertig ist. Und ja, das Buch werde ich auf jeden Fall ganz bald lesen und ich bin gespannt, was es mit dem Ganzen auf sich hat und inwieweit das in die Fantasy-Schiene reingeht. Ich habe keine Ahnung, ich habe auch noch keine Rezension dazu gesehen. Ich lasse mich einfach überraschen. Als ich neulich am Flughafen war, ihr müsst wissen, wenn ich geschäftlich irgendwo hinfliege, ich liebe es, an Flughäfen in diesen kleinen Bücherläden zu stöbern. Und ich hatte eine längere Wartezeit und dann hatte ich auch kein Buch dabei. Und dann dachte ich, komm, ich kaufe mir einfach mal was spontan. Meine Entscheidung fiel auf Mein Wille geschehe, ein Psychothriller von Jennifer Benkow. Ich glaube, Jennifer Benkow kenne ich jetzt nur durch Jugendbücher oder verwechsel ich da gerade was? Auf jeden Fall steht da noch, du siehst mich nicht, aber ich weiß, was du tust. Ich glaube, es geht hier um einen Stalker. Der Klappentext verrät, dass es hier um Deria geht. Und Deria steckt nach der Scheidung ihres grausamen Mannes in einer Art Krise. Dann trifft sie jedoch nach langem wieder Jakob, ihre Jugendliebe. Und sie ist
nach langem endlich mal wieder glücklich. Jedoch kommt sie sich beobachtet vor, sie hat das Gefühl, dass irgendjemand hinter ihr her ist. Sie denkt, dass ihr Ex-Mann dahinter steckt und dann offenbart sich ihr auch ein grausames Geheimnis. Ich habe angefangen, das Buch zu lesen, allerdings habe ich vielleicht 5 Seiten gelesen, dann habe ich irgendwie aufgehört, ich weiß gar nicht mehr warum. Das heißt, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, ich habe auch noch keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich hoffe, ich werde es mal bald lesen und ich habe dazu auch noch keine Rezension gesehen, ich habe auch noch niemanden, glaube ich, auf BookTube gesehen, der das Buch in die Kamera gehalten hat. Hat es von euch jemand schon gelesen? Wie ist es so? Schreibt es mir in die Kommentare. Für mich hört sich das Ganze als eine Art Stalker-Thriller an. Also so ein Stalker und so. Ich weiß es noch nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf und ja, freue mich auf das Buch. Dann ist bei mir angezogen der letzte Band von Calendar Girl. Ersehnt Oktober, November, Dezember. Diesen habe ich schon gelesen. Ich muss leider sagen, dass er mir von allen 4 Bänden am schlechtesten gefallen hat, weil nicht wirklich eine große Handlung darin vorkam, sondern es eher wie so ein Happy End war, dieses Buch. Also das ganze Buch war irgendwie nur so ein Happy End. Ja, ich fand es am schwächsten von allen 4. Allerdings bin ich froh, dass ich die Reihe beendet habe. Und ja, ich denke, das ist eine schöne Reihe, die man sich jetzt für den Sommer vornehmen kann. Man wird auf jeden Fall gut unterhalten und es lässt sich auch sehr schnell weglesen. Das nächste Buch, das ich ebenfalls als Rezensionsexemplar erhalten habe, ist Die Galerie der Düfte von Julia Fischer. Hier war ich auch auf der Lesung in München. Das Buch habe ich auch bereits gelesen. Das ist eine lockerleichte Liebesgeschichte für den Sommer. Ein Buch, das ich schon mega, mega lange lesen wollte, aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, von Lauren Oliver. Ich habe von Lauren Oliver bereits Panic gelesen und das mochte ich ja gar nicht. Ja, ich habe es schon gelesen. Ich kann jetzt schon verraten, mir hat das sehr gut gefallen. Ich hatte wirklich Angst, weil Panic mir eben nicht gefallen hat. Aber wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, hat mir um einiges, also das hat mir so viel besser gefallen als Panic. Und ja, das hat mir wieder Lust gemacht auf weitere Bücher von Lauren Oliver. Und das letzte Rezensionsexemplar, das war jetzt fast alles Rezensionsexemplare. Aber ihr merkt, ich habe auch nicht wirklich großartig Bücher gekauft, weil nicht viel gelesen, keine großartige Lust. Vor allem, ich habe so viele Bücher auch ausgemistet, dass ich froh war, einfach Bücher loszuwerden. Oh, ich weiß nicht, wie ich meine ganzen Bücher damals in München unterbekommen hatte. Weil irgendwie habe ich jetzt ein paar mehr Bücherregale und die sind auch schon alle voll. Naja, auf jeden Fall ist noch eingezogen bei mir Der Prinz der Elfen von Holly Black aus dem CBT Verlag. Habe ich ebenfalls schon gelesen. Auch hier ein wunderschönes Cover. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Das ist eine Art Märchengeschichte. Hier geht es um 2 Geschwister. Das ist ein bisschen so eine, ich würde mal sagen, eine Urban Fantasy Geschichte für Jugendliche. Aber es ist auch mehr wie ein Märchen geschrieben. Und ja, hier geht es um 2 Geschwister, ein Mädchen und ein Junge. Und in ihrem kleinen Dorf, ist das ein Dorf oder Städtchen, liegt in einem gläsernen Sarg ein Elfenprinz, schon seit Hunderten von Jahren. Und diesen Sarg kann man weder öffnen, noch kaputt machen, noch sonst irgendwas. Und es ist halt voll der Treffpunkt für Touristen, für Jugendliche und, und. Und ja, auf einmal ist der Sarg geöffnet und der Prinz ist weg. Was es damit auf sich hat, das solltet ihr unbedingt nachlesen. Mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Ich warne euch aber vor, es ist wirklich wie ein Märchen geschrieben. Also es ist auch mal ein bisschen langatmiger, aber es ist ein sehr schöner Schreibstil und es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und ich fand auch die Love Interest, fand ich unheimlich interessant in diesem Buch, also fand ich richtig, richtig gut. Dann hat mich mein Freund überrascht und zwar hat er mir 2 Bücher geschenkt und ich habe mich so, so, so sehr drüber gefreut. Und zwar, ihr müsst wissen, wir sind beide riesengroße Game of Thrones Fans, wir haben es beide zusammen angeguckt. Also ihr müsst wissen, mein Freund und ich, wir haben immer Serien, die gucken wir dann nur zusammen an, weil ich meine, hey, wenn man eine Serie alleine weiterschaut, das ist wirklich wie fremdgehen. Also jeder, der in einer Beziehung ist und mit seinem Freund zusammen Serien guckt, der weiß das. Wenn er weiter guckt alleine, dann bin ich immer voll angepisst und wenn ich wiederum alleine irgendwas weiterschaue, während er nicht da ist, ist er dann total sauer. Und ja, Game of Thrones ist so unsere Serie, die gucken wir zusammen. Wir freuen uns schon unheimlich drauf, wie es weitergehen wird. Ich finde, es ist echt eine der besten Serien, die ich je geschaut habe. Ich habe es lange, lange nicht angeguckt. Mein Vater hat immer gesagt, Sarah, guck's an, du wirst es lieben, weil mein Vater hat den gleichen Buch- und Serien- und Filmgeschmack wie ich.
Dann guck's an, glaub mir, du wirst es lieben, du wirst es lieben. Und dann irgendwann war uns langweilig, wir wussten nicht, was wir machen sollen. Okay, komm, lass uns halt Game of Thrones schauen. Und nach der dritten Folge waren wir süchtig. So, er hat mir jetzt zwei Bücher zu Game of Thrones geschenkt. Und zwar einmal dieses wunderschöne Buch, Game of Thrones, die Adelshäuser von Westeros, Staffel 1 bis 5. Und das Ganze ist so ein bisschen ein Buch zur Serie. Da sind ganz viele Bilder drin und da wird auch jede Familie nochmal erklärt. Da werden auch Kostüme gezeigt. Es ist so schön. Also das ist wirklich so ein... Hier sieht man nochmal ein paar Kostüme von den einzelnen Darstellern. Und das ist wirklich so ein Buch für alle Serienfans. Da hat man auch immer nochmal kleine Stammbäume drin. Ein richtig, richtig schönes Buch, wo einfach nochmal alles zusammengefasst ist. Und ja, da gucke ich einfach immer mal wieder rein, lese mir ein bisschen was durch und blätter einfach darin rum. Ein richtig, richtig cooles Buch und da habe ich mich so sehr drüber gefreut. Alle Bücher sind natürlich wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und jetzt kommt das beste Buch. Und wo er mir das in die Hand gedrückt hat, ich bin ausgerastet, wirklich. Ich habe mich so gefreut, weil ich wollte das schon so lange haben. Und wo er mir es dann geschenkt hat, oh Gott, ich kann nicht gar nicht sagen, wie glücklich ich war. Und zwar, Westeros, die Welt von Eis und Feuer aus dem Penhaligon Verlag. Und Leute, dieses Buch ist so wunder, wunder, wunderschön aufgemacht. Oh Gott, das ist einfach riesengroße Liebe. Hier geht es um die Vorgeschichten von Game of Thrones. Also da ist so alles Mögliche drin erklärt, auch mit diesen Urvölkern, wie die ersten Menschen nach Westeros gekommen sind und. Das ist ein absolutes Muss für alle Fans von Game of Thrones. Wirklich, das ist ein Muss einfach. Ich habe schon ein bisschen angefangen darin zu lesen und es ist so toll, es ist so toll. Es sieht nicht nur hübsch aus, auch von innen, die Illustrationen sind so wunderschön, sondern auch das ganze Geschichtliche und das ganze Drumherum, das finde ich so spannend und es macht so viel Spaß. Ich möchte unbedingt auch die Bücher lesen. Ich habe den ersten Band auch schon hier, den hat mir nicht meine Cousine netterweise geschenkt. Und ja, irgendwann, wenn ich mal nichts zu lesen habe oder keine Ahnung, werde ich sie lesen. Und ja, aber das werde ich auf jeden Fall lesen. Ich lese immer mal wieder ein bisschen draus. Ich denke, jetzt, wenn die neue Staffel anfangen wird, werde ich mehr lesen und werde mich wahrscheinlich mehr damit beschäftigen. Aber ja, ich freue mich sehr und oh, das war so ein tolles Geschenk. Also mit solchen Büchern kann man mir immer eine Freude machen. Und ja, das waren auch schon so meine Neuzugänge. Alle Bücher sind natürlich unten in der Infobox verlinkt. Rezension findet ihr immer auf meinem Blog sarahbow.de. Dort müsst ihr einfach oben im Menü auf Bücher klicken und dann erscheinen euch schon alle Rezensionen. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram. Dort bin ich immer am meisten aktiv. Ich nutze jetzt auch öfter Insta-Stories und ich war jetzt auch schon das eine oder andere Mal live. Das ist total komisch und ja, ich finde es irgendwie, ich muss mich da noch total dran gewöhnen, aber es macht voll Spaß, live zu sein und mit euch dann zu quatschen. Also klickt unbedingt rein, ich werde dort auch immer öfters mal so ein paar Tags machen, gerade jetzt zu den Büchern. Also ja, mein Instagram-Account seht ihr hier oben verlinkt und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dann, tschüss!